Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget, the Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Jan Pusch, der heute für seinen YouTube-Kanal Jan Pusch Official an den Start geht, ist ein echter Schweriner. So wundert es nicht, dass sein Lieblingsgewässer der wunderschöne Schweriner See ist. Am liebsten angelt Jan auf Hecht. Favorisierte Methode ist hierbei das pelagische Angeln. Der beste Fang seiner Karriere war ein Hecht mit einer sagenhaften Länge von 136 cm. Der Mecklenburger ist erstmals beim YouTube Predator Cup dabei. Im Falle eines Weiterkommens würde er am liebsten auf Dietmar Isaiasch treffen. Sein Gegner am heutigen Tag, Jimmy Gläser, ist den meisten von euch sicher durch den YouTube-Kanal oder Spreeangler bekannt. Wer diesen Channel verfolgt, weiß, dass Jan Pusch mit dem Mann aus Frankfurt an der Oder auf einen extrem guten Angler trifft. Jimmy angelt sehr gerne vor seiner Haustür an der Oder. Sein Lieblingszielfisch ist der Wels, den er hauptsächlich mit Ansitzangeln aufs Korn nimmt. Jimmy hat in seinem Leben zwar schon etliche große Welse gefangen, doch auch kapitale Zander, wie zum Beispiel diesen 98er, konnte er mit der Spinnrute an der Oder überlisten. Er würde gerne auf YPC-Champion Dustin Schöne treffen, wenn er im Turnier weit kommen sollte. Wer sich für das Tackle interessiert, das die beiden Angler heute fischen, kann alle Rute-Rolle-Kombinationen unten in der Videobeschreibung finden. Die nächste Partie steht an. Wir sind am Wasser. Und bevor ich zu den Jungs an Bord gehe, die scheinen schon total freundschaftlich miteinander umzugehen. Das kratzen wir heute ein bisschen an. Wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr da reingeschaltet habt. Es gibt eine neue Folge vom YouTube Predator Cup. So, und ich habe hier zwei ganz fantastische Grinsebacken neben mir. Der Jan Pusch und der Jimmy von Team Oder Spreeangler fischen heute gemeinsam bzw. gegeneinander. So, die erste Platzwahl hast du, lieber Jan, ist das richtig? Ja. Und ihr habt so die letzten Tage schon noch ein bisschen gemeinsam geangelt. Also wir haben so ein bisschen uns kennengelernt auch, zwei, drei Tage hier in Holland. War sehr schön, war angenehm, aber die Fische wollten nicht. Und das war das Problem. Also Jimmy hat gestern noch einen schönen Zander gefangen und ich habe echt geblenkt. Das passiert mir leider auch mal. Und ich hatte derzeit so eine Pechsträhne. Es wird also unwahrscheinlich schwierig, gegen Jimmy heute zu bestehen. Aber ich werde mein Bestes geben. Das Pech lassen wir einfach hier. Wie ist er denn? Also auf jeden Fall ein sehr lustiger Genosse, aber auch ein sehr, sehr guter Angler. Das habe ich gesehen, obwohl er keine Fische gefangen hat. Aber man sieht, dass er sein Handwerk versteht. Ja, genau. Also, ja, super. Es wird nicht leicht. Also nicht weiter schnacken, sondern angeln gehen. Nee, du sagst ja mal was. Zeit ist Fisch. Das sage ich. Na komm. Wie im letzten Jahr geht es beim YouTube Predator Cup darum, in insgesamt 6 Stunden Angelzeit so große Barsche, Zander und Hechte wie möglich zu fangen. Dabei zählen nur maßige Fische. Es sind nur Kunstköder erlaubt und bei den Bootsduellen darf nicht geschleppt werden. Doch es bleibt nicht alles beim Alten. Statt 3 können nun 5 Fische in die Wertung eingebracht werden. Wer 2 von 3 Zielfischarten fängt, bekommt 10 Extrapunkte. Fängt ein Angler gar alle 3 Fischarten, wird er mit insgesamt 30 Zusatzpunkten belohnt. Der Faktor für Barsch wurde im Vergleich zu letztem Jahr von 2,4 auf 2 heruntergesetzt, während die Faktoren für Hecht und Zander unverändert bei 1 und 1,3 bleiben.
wetzt die Haken. Ja, muss ja sehr scharf sein, ne? Sehr gut. Hier, Nageltest. Ja, Jimmy, wir sind da. Also, du kannst gerne den ersten Wurf machen, wenn du möchtest. So. Nee, wir fangen zusammen an. Okay, also, pack mal euer Teeservice wieder zurück. Wir haben hier eine Competition. Ja. Also, du hast die erste Wahl. Wir fischen jetzt hier. Das ist der Hafeneinfahrt von Hellewetz-Luis. Ja. Eine Transitzone, Fischmagnet. Fisch sollte hier sein. Ist bekannt, der Spot. Und das ist eine ganz steile Kante, die runtergeht. Ja. Und wir fischen praktisch die Kante runter. Oh. Langsame Sprünge und so weiter. Aber das weißt du alles. Und ich hoffe, dass es gleich beißt. Das so. Problem, was ich hier habe, ja? Ich bin ja Guide. Ich führe meine Gäste zum Fisch. Ich freue mich über jeden Fisch. Ich freue mich ja mehr, wenn meine Gäste fangen, als wenn ich einen fange. Aber heute ist es ja anders und das ist eine ganz andere Situation. Also, wenn ihr Bock habt, gebt doch schon mal in den Kommentaren einen Tipp an, was ihr schätzt, wer von beiden so das Rennen macht. Also, Mädels, los geht's. Ich starte die 3 Stunden ab jetzt. Zeit ist Fisch. So. Oh, ist das herrlich. Ist das spannend. Leute, ist das spannend. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was man macht. Kommst du klar mit anderen Rudi? So, genau nebeneinander platziert. Genau nebeneinander. Jimmy, ich weiß, du hast deinen ersten Wurf noch nicht mal beendet, da komme ich schon und nerv dich. Aber wir wollen... Fisch! Ja! Fisch! Nein! Nein! Oh nein! War das ein Hecht? Ich glaube ja. Ein richtig guter. Scheiße! Oh nein! Oh. Komplette Schnur gerissen. Der war einmal weg. Das war ein guter, richtig guter Fisch. Shit! Erster Wurf, ja. Aber gibt's nicht mir die Schuld, oder? Nein, nein. Puh. Hast angehauen. Jimmy. Ging einfach zu schnell. Da sind auch viele Muscheln und so weiter. Da cuttet die Schnur immer ganz gerne schnell mal. Mist, das musst du neu montieren. Kostet Zeit. Ich habe auch gar nicht jetzt damit gerechnet, dass es so schnell geht. Aber es war auf jeden Fall ein großer Fisch. Also. Voll reingehämmert? Ja, boah, ich zitter. Ich zitter richtig. Das kommt davon, wenn du mit zu dünnen, geflochtenen Schnüren angelst. Und richtig reingenascht, richtig. Aber richtig. Ja, erstmal, ja super, der erste Fischkontakt, mega. Oh. So, deine Taktik für heute. Wir fischen ja die Stellen, die Jan vorgibt, sag ich mal so. Ja. Weil ich ja jetzt das erste Mal in Holland bin. Ah, du bist das erste Mal hier? Genau. Wow. Wir sind jetzt 7 Tage hier schon am Angeln. Die laufen auch ganz gut, muss ich sagen, bis auf die letzten 3 Tage. Ja, aber ich werde ihn jetzt nicht kopieren. Mhm. Was? Ja, ich werde ihn nicht kopieren, ich werde mein eigenes Ding machen, so wie ich es bei uns auch mache. Ich denke, es sollte hier auch gehen. Und du setzt jetzt eher auf Zander oder was versuchst du jetzt als erstes zu fangen? Ich versuche erstmal Zander zu fangen, ja. Hänger, oh nein. Ja, das ist einfach. Wenn man so dicht zusammenfischt, dann geht das mal ganz schnell. Und dann ist auch Strömung da unten drin. Ne? Eigentlich mit Hängern kennst du dich ganz gut aus, oder? Du angelst immer an der Oder. Genau. Da hat man auch immer, ne? Ja, durch die Buden sehr viele Hänger, aber... Reiß ab, hat keinen Sinn, kostet Zeit. Zeit ist Fisch, wie der Jan immer sagt. So, während Jimmy hier knotet, bin ich jetzt mal beim Jan. Jan, was ist der Grund für die erste Stelle hier? Du hast ja gesagt, so oft bist du nicht hier, einmal nur im Jahr. Ja, das ist ein Spot, den habe ich von einem sehr, sehr guten Angler bekommen. Ja. Und zwar habe ich den Tipp von Enrico. Danke, Enrico, nochmals. Ich habe hier in diesem Platz noch nie gefischt. Aber er sagte zu mir, Jan, mach das unbedingt. Steile Kante, da sind eigentlich immer Zander. Und deshalb habe ich auch einen Gummifisch gewählt, dann direkt für Zander hier vorne. Ne? So, und probier es einfach mal jetzt. Also Jimmy hat ja gerade einen Biss, also hier sind ja Fische. Mega. Bloß anscheinend habe ich es einfach nicht mehr drauf. Also ich weiß es nicht. Aber gut, es kommt irgendwann. Das Glück kommt zurück. Ja, komm, ganz genau. Es ist wirklich ganz steil hier. Ja. Also verrückt. So. Steil. Ja. Hängt auf. Hängt auf? Ja, irgendwas ist da drin, ne? Oh, das ist ja los. Nein, nein. Alles gut. Ich wollte zu dem Moment nervös. Ein bisschen, ja. Echt? Nein. Wollt ich warten, Jimmy? Nein, so was denn hier? Was ist denn hier los? Nein, ihr angelt gegeneinander und nicht miteinander. Oh, das fällt mir so schwer. Kuschelpartie nachher. Jimmy, ich mach dich fertig. Ja, so genau. Den Fisch verloren, zweimal abgerissen. In Wirklichkeit freut er sich einen Kullerkeks im Bauch. Nein, nein, glaube ich auch nicht. Also das wird eine ganz kuschelige Runde hier. So, ich traue mich jetzt gar nicht mehr dahin zu werfen, Alisa. Wegen den Steinen. Der erste Spot gab zwar den ersten Kontakt, doch noch kam kein Fisch an Bord. Mal sehen, ob die zweite Stelle mehr hergibt. Dieses aktive Angeln ist sowas von abgefahren. Man muss sich echt voll konzentrieren auf den Biss. Der Biss kommt urplötzlich aus dem Nichts. Und wenn du dann nicht bei der Sache bist und den verschläfst, dann war's das. Das ist also eine unwahrscheinlich spannende Angelei, dieses aktive Fischen
gerade mit dem künstlichen Köder, mit dem Gummifisch. Wahnsinn. Ja, den Stinger habe ich mit Absicht gewählt, weil die Zander, wenn die spitz beißen, dass ich wenigstens da hängen bleiben. Hier ist der nächste Hänger. Hängerparty. Stehen genau zwischen den Steinen. Ja. Ich dachte, Zeit ist Fisch und nicht Zeit ist Knoten. Ja, manchmal muss man auch knoten. Das nützt ja nichts. Also wenn das dann so ist. Ich sage immer zu meinen Gästen, wenn man abgerissen hat, da freut sich der Angelgeräte-Fachhandel. Das ist immer schön. Also das ist dein Argument, die fangen ja alle nichts jetzt wechselbar. Wir fahren einfach weiter. Okay, ich stoppe die Zeit, wenn Jimmy seine Route drin hat. Ja. Also sein Köder drin hat. Ja. Da hat er ja drin. Spots wechseln und dann haben wir noch 2 Stunden und 36 Minuten Angelzeit. Gut angesehen, ist schon okay. Seid, dann starte ich die Zeit. Bereit? Wir sind soweit. Okay, die Zeit läuft. Neue Stelle hier wieder. Wieder eine Hafeneinfahrt. Tendenziell sind Hafeneinfahrten immer gute Transitionen. Die Fische passieren sie, um dann vielleicht im Hafen ein bisschen stilleres Wasser zu haben, Kleinfische zu jagen und so weiter. Deswegen ist es immer eine gute Adresse. Und wir gucken da auch mal, ob die Fische heute hungrig sind, die hier sind. Los. Liebe Hänger, voll abgerissen. Jedenfalls einmal zack und weg. Oh Mann. Das ist hier sehr hängerträchtig, ja, klar. Es sind viele Steine, die aufgeschüttet sind. Aber trotzdem haben wir hier von der Struktur eine relativ interessante Struktur. Wir haben 2 Barschberge relativ nah in Buhnennähe und dann dahinter direkt auch in Buhnennähe tiefes Loch. Also strukturmäßig ist das sehr interessant und Fische lieben Struktur. Ne? Ja Leute, es war doch ein Biss. Ich dachte, es ist erst ein Stein gewesen. Mein Schwanzhänder ist total kaputt. Also ob es ein Zander war oder ein Hecht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall Fisch. Deswegen gleich nochmal hinwerfen. Sehr gut. Das war ein Land. Da war er wieder. Gibt's nicht. Eher so im gechillten Modus. Ja, ich muss erst mal richtig warm werden. Das kommt schon. Wenn man immer abreißt, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Das ganz Geheimnis ist das hier. Das ganz Geheimnis. Zeig mal. So, ganz geheim. Zeig. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Wenn Gummi nicht läuft, nehme Blech. So, noch 1:34 und da sagt der Jan direkt, da fahren wir weiter, weiter zur Insel, ja? Ja, und der fängt heute noch. Pass mal auf, der fängt noch. So, die Hälfte der Zeit, knapp ein bisschen drunter, ist jetzt schon um. Ja. Und es blieb bei deiner Attacke, mehr war nicht jetzt. Gleich zu Anfang. Genau, erste Wurf. Ja, schade. Wie ist das so für euch? Demotiviert euch das ein bisschen? Ich kenne das ja schon. Manchmal gibt es einfach so Phasen, da kannst du echt machen, was du willst und du fängst keinen Fisch und alles das. Und irgendwann ist der Bann gebrochen. Und dann klappt das auch richtig und das macht das Angeln aus. Hoffentlich geschieht das in den nächsten 1,5 Stunden, ja, beziehungsweise in 3 Stunden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie das für den Eis. Ja. Okay. Gut, dann startet die Zeit wieder. Noch 1:32. Der Jan hat gerade erzählt, die hat da schon richtig große Hechte gefangen.
Und deswegen werde ich jetzt auf einen großen Hecht setzen, um ein paar Punkte zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Hab hier meinen Lieblingsköder dran für große Hechte. Damit habe ich auch schon einen Meter Hecht gefangen. Ein Zeitwobbler. Ich denke, der ist doch hier ganz gut. Ist nicht so tief. Und die kann man schön langsam führen. Warum hast du den nicht bekommen? Weiß ich nicht. Anhauen! Hab ich. Volle Kanne. Richtig guter Biss gewesen. Auf Grund oder auf deinen Zeitwobbler dann? Ja, ja. Wir wollen Fisch sehen. Ich auch. Fisch, wir wollen Fisch sehen. Giant Flapper, ey. Oh, war das herrlich, der Biss. Ja? Ich sag euch, das war so geil. Oh, endlich mal ein Biss. Ich dreh durch, wenn ich einen Fisch dran hab. Und lange hatte ich ja nichts. Und dann, oh, Zander. Was für ein Zander. Jawohl, ja! Oh, geil. Ist das geil? Sehr gut gemacht. Oh, ich liebe es. Oh, Leute, wenn ihr so eine Pechsträhne hattet wie ich, die ganzen Tage kein Biss und dann kommt der Fisch. Das ist so, so geil. Also, oh, herrlich. Man weiß, der Köder funktioniert und du angelst und irgendwann dann, wumm. So, voll drinne, voll der Haken drinne. Einfach durchgeleiert. Leute, der Giant Flapper ist eine Macht. Ich sag euch das. Ich dachte echt, echt, aber er fängt hier natürlich auch Zander. Geiler Köder. So, und jetzt wollen wir gucken. Wir legen ihn mit dem Kopf hier vorne ja. Rauf. Ziehen das Maßband schön stramm. Und legst du hin. Zieh mal ein bisschen. Genau, und dann 63 cm. Lass ihn kurz liegen. 63 cm, damit liegst du vorne. Oh, das ist super. Ich freue mich so riesig über diesen Fisch. So. Einfach nur Endstand. Holland Catch and Release. Genau. Sehr gut, 63 cm. Ich notiere es mir. Ja. Wunderschöner Fisch. Ah. Jimmy, du musst kämpfen. Wow, geil. So, nach 2 Stunden Angelzeit hat der Jan jetzt seinen ersten Fisch gelandet. Damit liegt er aktuell vorne. Jetzt, Jimmy, du musst nachlegen. Bin dabei. Fisch. Du musst nachlegen und du legst nach. Wie bist du denn drauf? Das ist gut, ey. Fisch hast du? Das ist gut. Der willst du angeln? Doch, ich mach's. Das ist richtig guter, Alter. Also er steht unten, ist ein Zander, glaube ich, ein guter. Er kommt da. Ach, ein kleiner. Nein, der war noch nicht fertig. Komm rein hier. Was denn? Ja. Mann, jetzt haben wir die Fische gefunden, ne? So, und dein Köder ist auch schon draußen. Aber der Fisch ist sicher gelandet. Super! Okay, Mindestmaß 42. Das muss er haben, damit er zählen kann. Die Abhackmatte ist noch nass. Hat er dicke. Dicke. So, mit dem Mund daran. Genau. Und er hat 52 Zentimeter. Ja, doch. Ja, doch, die Flosse geht länger. Ja, 52 Zentimeter. Den schnell wieder zurück. Hey, heil. Gut gemacht. Zeig ihn noch mal ganz kurz. No. Ich bin so aufgeregt, ich zitter total. Ja, du bist total aufgeregt. Hast du nachgelegt, super. Richtig. Auf Ansage quasi. Ja, super. Auf Dean von Savage Gear. Damit habe ich schon richtig geilen Hecht gefangen von über 90. Und ja, jetzt scheinen wir die Fische gefunden zu haben. Yeah, weiter geht's. Ich muss bloß einen Stinger wechseln. Ja, mach das. Gut. Am dritten Angelplatz gibt es die ersten Punkte. Jan bringt einen schönen 63er Zander aufs Boot, der ihm 81,9 Punkte beschert. Jimmys Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Zwar reicht dieser Zander nicht aus, um Jan die Führung abzuknöpfen, doch das sind natürlich wertvolle Punkte an diesem bisher eher zähen Angeltag. Ist der reingenascht? Also ist geil. 50 Minuten exakt zu fischen. Aber die beiden sind jetzt wesentlich entspannter. Ich meine, das ist immer ein Druck, weißt du, bis der erste Fisch fällt, dann ist man sich so unsicher, was macht man jetzt? Macht man das, was man tut, auch richtig? Und jetzt merkt man, die beiden sind wesentlich fokussierter, konzentrierter bei der Sache, aber auch entspannter.
Auf jeden Fall. Und glücklicher. Und ich schwärme ja noch von meinem Biss. Das war so schön. Und ich freue mich natürlich auch, dass Jimmy einen Fisch gefangen hat. Allerdings war er ein bisschen kleiner. Ja, ja, ganz genau. Einen Platz hätte ich noch. Aber wir fischen jetzt noch ein bisschen hier, denke ich mal. Und dann kurz noch einen anderen Spot. Kann Jimmy mal übernehmen. Dann übernimmt Jimmy die Macht über den Motor. Genau. Weiter geht's. Ja, wir machen einen Platzwechsel und fahren nochmal an einen Spot an. Okay. Ist der hier in der Nähe? Ja. Ja, Jimmy angelt aber noch. Jimmy hat reingeholt. Okay, ich stopp die Zeit. Noch 43 Minuten. Okay. Geht los, Zeit ist Fisch. Auf die Zeit ist Fisch, lass uns was fangen. Auf die Plätze, fertig, los hier. Nämlich den Giant Flipper. Ganz flaches Wasser, ne? Ja. Fühlt sich wieder sehr steinig an hier. Ja, warum bin ich hierher gefahren? Also der Spot ist, ist eine große Flachwasserzone. Also wir haben hier knapp einen Meter Wassertiefe und man kann hier mit allem rechnen. Mit Zandern rechnen, mit Barschen rechnen und vor allen Dingen auch mit dem Hecht rechnen. Und sehr, sehr gut. Also im Wettkampf bei der Petite Tour war das Ding hier eine Macht, dieser Platz. Okay, Jungs, und 3, 2, 1, die Zeit ist um. Jan führt aktuell, aber auch nur mit ein paar Zentimeter. Aber du liegst vorne und wir machen wir eine Pause oder gibst du direkt das Steuer ab an Jimmy? Ich gebe das Steuer gleich ab an Jimmy. So, also geht's direkt gleich weiter. Aber trotzdem ganz kurze Pause und dann sehen wir uns wieder. Mit einem Spielstand von 67,7 zu 81,9 geht es in die Halbzeit. Es ist also alles völlig offen. Diese Woche gibt es wieder ein Gewinnspiel für die Zuschauer und zwar haut Hecht und Barsch.de diese Woche richtig einen raus. Es gibt ein Paket im Gesamtwert von 230 Euro zu gewinnen. Los geht's mit einer Japan-Route im Wert von 180 Euro, Majorcraft Crosstage, 2,28 Meter Länge, 42 Gramm Wurfgewicht. Dazu kommt dieses T-Shirt National Fishing League. Nachdem das als Cap bereits sehr gut ankam, jetzt auch als T-Shirt erhältlich. Und dann ebenfalls im Fachhandel brandneu die Finesse-Filets in 15 cm in allen 6 Farben. Also ein fettes Paket. Was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, seht ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So, die zweite Halbzeit fängt jetzt für dich an. Du gibst die Plätze vor. So, wir sind jetzt hier an einer besonderen Stelle. Muss ein heißer Tipp gewesen sein, den du da bekommen hast. Auf jeden Fall. Was macht diese Stelle so besonders? Naja, auf jeden Fall haben wir eine riesengroße Steinpackung, was ja Zander sowieso schon anzieht. Und wir haben hier einen Abfall von fast 9 Metern in Wurfdistanz, also ein richtiges Loch und eine schöne Kante. Und hier stehen auch ein paar andere Boote, also es muss ein gutes Zeichen sein, dass hier auch Fisch gefangen wird. Deswegen probieren wir es hier einfach mal aus und mal schauen, ob wir einen schönen Fisch kommen. Alles klar. Zwischenstand, Jan führt noch immer mit ein paar Zentimetern. Knapp, das ist echt eine knappe Nummer. Alles klar, Jungs. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Deine Zeit läuft ab jetzt. Zeit ist Fisch, so. Oh, der steht aber. Das ist ein guter Fisch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
dem Riesengeschäft. Fisch an! Ja. Boah, der steht viel Bank. Aber Barsch, ich hab mich ja mehr. Ist 70, 100%ig. Oh, da hab ich mich erschrocken. Ich dachte, es hat Grumps übernommen. Hat sich auch immer noch nicht gezeigt? Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Nerven liegen blank, er ist noch nicht im Kescher. Und da zittert man noch die ganze Zeit, oder? Aus. Das sieht wirklich gut aus jetzt. Er hat sich immer noch nicht gezeigt. Stopp, Hase. Wo denn? Das ist ein Zander. Ein großer Zander. Da kommt er. Ja. Der kommt dann. Jetzt drin nach. Jawohl. Nein! Nein! Oh Gott, nein! Nein! Du musst ihn anziehen! Oh, oh, oh! Ja, ja! Ja! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also wirklich, top. Geil. Geil, mein Freund. Richtig schön. Ja. Toller Fisch. Wir machen die Abpackmatte nass. Das ist immer sehr, sehr schonend für die Fische, wenn sie nicht auf einer trockenen Unterlage gelegt wird, sondern auf eine nasse. Deswegen immer. Leg ruhig hier auf die Matte. Das ist ja. Oh. Sehr schön. Also 90 hat er fast. Wir gucken mal gleich. Ja, ich bin voll erwischt. Ja. Hatte, was hat er? Voll geschnitten. Oh, ist gefährlich. Da müsst ihr. Ich hab Band mit, glaube ich. Ja? Uhuhu. Ich halte ihn fest. Gut. Genau. So. Klar. Mein Lieber, und der hat 80 cm. Sehr, sehr, sehr gut. Petri Heil! Geiler Fisch. Wunderschöner Fisch. Auf jeden Fall. Aber schnell zurück mit ihm. Ja. Nun also doch. 80 cm Hecht bringen 80 Punkte plus 10 Extrapunkte für die zweite Zielfischart. Somit kommt Jimmy nun auf 157,6 Zähler und zieht deutlich an Jan vorbei. Nun allerdings müssen erstmal die Spuren des Kampfes verarztet werden. So, wir stoppen die Zeit. Der Jan kümmert sich ganz herzlich um ihn. Ja, jetzt kommt er spielt mal. Spielt jetzt Krankenschwester. Ja, jetzt kommt er mal wieder zum Einsatz hier, bitte. Ne? Auf jeden Fall ein sehr geiler Fisch. Natürlich. So, komm her. So? Ja. Gut. Gut so? Weiter verbunden. Geht's. Jetzt geht's weiter. Ja. So. Oh, Leute, dann starte ich die Zeit jetzt wieder. Ja, super, ein 80er Hecht. Mega cool. Es gibt natürlich Vertrauen in die Angelart. Die Stelle ist sowieso top. Ich frage mich nur, von wem er diesen Tipp bekommen hat. Na, super. Weiter geht's, Jungs. Was machst du da jetzt? Ich mache mir jetzt einfach einen kleinen Einhänger ran. Man kann den Hecht nie ausschließen, deshalb sicher ist sicher. Ja. Und Fisch etwas vertikal. Ach. Genau. Wir haben jetzt hier 7 Meter Wassertiefe. Ja. Und die Jungs da drüben haben ja auch gerade gefangen. Also von daher ändere ich jetzt komplett du die Taktik. Jetzt, ja, stehst auch ein bisschen unter hinten an. Aber wie? Du liegst weit, weit, weit. Ganz weit, weit zurück. Ganz weit. Ein Zander kann alles wieder gerade rücken. Könnte. Ein Fisch. Wenn er groß genug ist. Oder ein Hecht, ein großer. Fisch, 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 Fisch. Den nicht. Einen habe ich, eins haben wir. Jimmy sagt gar nichts mehr. Ich will nur noch den Fisch sicher landen hier. Ja, scheiße. Vielleicht ein schöner Bart. Probieren nicht. Hast du Kopfschläge oder hast du. Das ist schnell rum. Ich kann nichts sagen. Oh, Rassel. Scheiße. Rassel?
Des brutal, dessen Brassen und Braxen. Was ist das? Hybrid. Was? Hybrid. Guckt, Leute, zählt nicht. Das war wieder frei. Ja, geil. Zählt leider nicht. Aber ja, Fisch. Aber ich hatte vorher noch ein bisschen. Wir müssen noch mal ranfahren, Jan, tut mir leid. Der erste war nämlich ein Zander, glaube ich. Der ist richtig schön. Ja. Ich dreh durch! Ja, also Emotion pur hier. Was beim YouTube-Predator Cup. Wahnsinn! Was für ein Fisch! Wow! Und kurz vom Boot reingeknallt. Ist der reingemacht. Hast du sie nicht angehauen? Ja, ja. Und dann mit meiner langen Rute, mit der Hechtrute. Mit der Hechtrute, Leute! Total geil. Oh, lass sie nicht weg. Nein, never! Leute, guckt euch diese Granate mal an hier. Das ist mal ein Fisch. Wow, ist das ein Fisch. Voll rauf die knallt. Oh, ist das eine dicke Mutti hier, hör mal. Leute. PB, 47 ist mein PB, aber ich schaffe glaube ich nicht. 47. Gut, 47. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, Leute. Das ist ja hochrückig, ey. Das ist ja fast wie eine Brasse. Sehr, sehr gut. Das Ding ist doch Endstand. Also wirklich Endstand. Ja, wenn er den Kamm nicht umhat. Ist so. Ja, guck mal hier. Dickes Ding. Hast du gut gemacht. Ja. 47 und ich bin wieder vorne. Zählt doppelt. Toller Fisch. Wirklich ein schöner, schöner Fisch. Wahnsinn. Oh. Wow. Und schnell release. Wow, genau. So, müssen wir kurz lösen und dann... Also, eine Stunde Angelzeit ist vergangen. Der Jan aktuell führt. Es hat sich wieder gewechselt. Ja, so schnell kann das gehen. Das Blatt kann sich immer wieder hin und her wenden. Das ist ja das Spannende auch. Und jetzt muss Jimmy wieder Gas geben. Ja, that's fishing. Absolut. Und das ist richtig, richtig, richtig cool. Also Barsch zählt doppelt. Versuch du auch einen zu bekommen. Wenn nur einer ist, Huch könnte eventuell auch ein zweiter sein. Sehr gut. Also noch 2 Stunden exakt. Oh, herrlich. Ein Wahnsinnsfisch, der da kurz vorm Boot gebissen hat. Sehr konservativ gemessene 47 cm bringt dieser Prachtbarsch aufs Maßband. Und Jan 94 Punkte plus 10 Extrapunkte. Der Schweriner kämpft sich mit 185,9 Punkten zurück auf Platz 1. Und nur kurze Zeit später ist die Rute wieder kommen. Mein Kescher. Mein Kescher für. Ein großer Hecht. Super groß. Und ich habe nur ein ganz dünnes Vormann drauf, Leute. Okay, wieder. Die Jungs sind ganz still. Konzentrieren sich während des Grills, die Anspannung. Es ist einfach nur geil, wenn der Knüppel krumm ist. So. Also das ist ein großer Fisch. Machst du Platz zum Keschern? Das ist ein Meterfisch. Entschuldigung. Das muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja. Gut, ey. Ah, nein. Ist der gehakt? Nee. Ja, wenn der gehakt ist, zählt er nicht. Nee, dann zählt er nicht. Also komisch, wie er zieht. Sie eingedreht. Wenn er nicht gehakt ist, zählt er nicht. Ich hoffe. Ah, du hoffst es? Was ist hier los? Fisch erzielt. Kann sein, ja. Also gut, es kann natürlich passieren, dass er den auch mal verfehlt und dann seitlich bekommt. Das ist durchaus möglich. Ich habe auch aggressiv gefühlt, muss ich sagen. Ja, ja. Kann sein. Du hast ganz recht. Nee, kannst du ganz recht haben. Ja, an der Seite.
noch ein bisschen. Ja! Okay, du kannst dich freuen, aber er zählt leider nicht. Er zählt leider nicht. Jetzt eine Rosse. Zaka! Geil, ja. Ach, Kopf nach vorne. Wie lang wäre er gewesen? Naja, hat 98. 98 knapp mit. Nee, 89. 89. Aber schnell zurück, der wird. Ja. Und er schwimmt wieder weg. So ist das einfach. Okay. Das ist auch mal, das gehört auch mal zum Angeln dazu. Und ich fühle ja noch. Also von du daher noch, ganz, genau. ganz entspannt. Okay. Ich habe noch so einen Gummidarm, willst du haben? Da war es aber ein bisschen froh, ne, dass der nicht zählt. Ich fange noch ein. Jimmy möchte jetzt zu dieser Einfahrt dort drüben. Okay. Also ihr macht einen Spotwechsel, dann stoppe ich die Uhr. Gut, geht weiter. Neuer Spot, neues Glück. Fischlein, Fischlein, Tingel, Tangel, gehe jetzt an meine Angel. Hast du das gehört? Dein Gegner wartet, bis du deine Sache montiert hast, um dann mit dir gemeinsam weiter zu angeln. Das ist sehr sportlich. Nicht nett. Ja, auf jeden Fall. Hättest du das gemacht? Oh, guck mal, wie du zögerst. Ich dachte, das ist ein Vogel. Weiß ich nicht. Denke nicht. Du bist so nett, Jan. Die Kuschelkissen sind nicht verstaut, die sind da. Nein, alles gut. Das ist ja auch miteinander angeln und auch miteinander freuen. Und die Harmonie hier an Bord, die ist wirklich sehr, sehr groß. Trägt ein ganz großes Herz, hat ganz viel rosa Puschel obendrauf. Es macht sehr viel Spaß, sich mit den Jungs zu unterhalten und denen zuzuschauen, wie sie gemeinsam fischen. Liebes Fischlein, beiße an, nur nicht bei meinem Nebenmann. Wir sind an der nächsten Stelle angekommen. Hier waren wir schon mal. Richtig, hier waren wir heute Vormittag schon. Ja. Da hat er den Jan gut vorgelegt, ich nachgezogen. Deswegen probieren wir es jetzt noch mal in der späten Nachmittagszeit. Ja. Und ja, laut Uhr soll jetzt auch ein guter Beißindex sein. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt noch ein paar Zander fangen. Oder ich zumindest. Und dass ich meine Punkte noch machen kann und wieder in Führung gehe. Ja, viel Spaß, Jungs. Ihr habt noch eine Stunde und 10 Minuten. Oh, ausreichend Zeit. Da kommt noch was. Was sagt deine Uhr? Sagt sie auch, dass es beißt? Die sagt 19% nur noch Akku. Oh. Ich kann dir was von mir abgeben. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht gut aus. Also wir werden hier jetzt noch einen Fisch fangen. Ja, bestimmt. Nur wer? Fisch? Nein! Wow! Der Biss! Oh. Das war wieder so mega, 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 mega. Einer wird jetzt was fangen hier und zack, alles werfen. Und da hängt was drin. Leute. Aber das ist aber eine Ansage. Das ist aber geil. Ja, die Uhr hat immer recht. So. Oh, krass. Also, Barsch. Oder? Nächsten Zander. Nein, das ist nicht. Ich muss weiter. Jetzt kommt er doch. Ja, wir haben ihn! Das war wow. Eine Ansage. Ja, war noch was, ne? Oder? Oh, ich liebe das Angeln. Oh, herrlich. Nimm. Ich mach die Abhackmatte wieder für dich. Der Fisch? Naja, nee, warte, kannst du noch ein Stück weiter zurück, der klappt hier vorne direkt ran. So? So ist gut. Okay, hin. Ja. Und mach mal dein Schwänzlein runter. Ja, so zwischen 58 und 59 Zentimeter. 58? Ja. 58 und alles gut.
Der sieht mal auch wirklich schön aus. Also, wenn du ihn anguckst, ja, der ist richtig schön. Guck mal. Toller Tisch. Ja. Ich freue mich. Ja. So schön. So, damit baust du deinen Vorsprung aber gewaltig aus. Du gibst deinen Gegner ja keine Chance aufzuholen. Soll ich mal eine Pause machen? Nein! Machst du schon die ganze Zeit. Ja. Gut. Sehr gut, Petri. Danke, danke. Zeig alles uns doch mal Glück, den Köder, mit dem du den alles nur Glück hast. Ja, so ein Chartreux-Farben, ne? Mit einem Kopf. Ich meine, das sind 14 Gramm. Also ziemlich leicht. Auch ohne Stinger jetzt in der Größe. Und ja, der Erfolg gibt mir recht. Also der ist genau richtig jetzt. Das mögen die Fische. Der Beißindex steigt und die Fische beißen, aus Jimmys Sicht jedoch auf den falschen Köder. Jan baut seine Führung auf 261,3 zu 157,6 aus. Doch noch ist genug Zeit auf der Uhr, um das Ruder herumzureißen. Vielleicht musst du auch so eine Ansage machen, wie so, jetzt fange ich einen 70er Zander. Und dann zung, ist die Route krumm. Wie wär's damit? Okay. Babs, jetzt zeige ich dir mal einen 80er Zander. Ein 80er sogar? 80er. Wo die Kleinen stehen, da sind auch die Großen. Oh. Na dann. Schauen wir mal. So, dein 80er Zander, mit was willst du den fangen? Mit der Roach von Savage Gear. Damit habe ich in den letzten Tagen sehr gut gefangen. Mhm. Gerade die Farbe ging ganz gut und ja, jetzt über Bleit im Flachwasserbereich. Klappt der bei Jan, also vielleicht klappt es bei mir auch. Viel Erfolg. Danke. So, noch 57 Minuten. Aber die Sonne kommt jetzt raus. Immer wenn die Sonne ein bisschen durchgebrochen ist, dann haben direkt ihre Hechte und die Barsche gebissen. Zeit gestoppt und jetzt geht's ab zum nächsten Platz. Wo geht's hin? Nach Frankfurt an die Oder. So, und zwar haben die Jungs jetzt noch 35 Minuten. Das ist wahrscheinlich der letzte Spot, den wir anfahren. Hier haben wir heute Morgen begonnen. Und da hatte der Jimmy ja seine erste Attacke. Die hat er nicht bekommen. So, jetzt sind wir hier wieder zurück und kurzer Zwischenstand. Nach wie vor führt Jan. Er hat einen Zander gefangen, einen Barsch und noch einen Zander. Und der Jimmy bis jetzt ein Zander und ein Hecht. Ja, und aber es ist noch nicht das Endergebnis. Tatsächlich wird zum Schluss abgerechnet. Es kann immer wieder sein, also wenn der Jimmy jetzt einfach noch zwei Zander fängt oder was, dann hat sich das wieder geändert, das Blatt. Wanna drink my wine, wanna drink my wine.
Was tust du jetzt? Ich mache ein ganz kurzes Video. Er macht jetzt ein kurzes Video. Ja. Warum angelst du nicht? Du bist weil ich führe. Nein, weil ich doch Zeit habe. Alles gut. 17 Minuten noch. Also du bist wirklich mit Abstand der entspannteste Teilnehmer der ganzen Welt. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, wie die anderen immer nervös werden und dann noch mehr und noch mehr und hier und alles ausreizen wollen, bist du einfach tiefenentspannt und sagst, ja, ich führe. Ja, hallo Angelfreunde, wir sind hier beim YouTube-Wäldercup und kommen in die entscheidende Phase. Es ist noch wenige Minuten zu fischen und ja, es wird spannend, ne? Jimmy? Definitiv. Ich würde mehrere von bestellt. Da, Fisch! Ja! Fisch! Warte, wir müssen. Ich hatte erst. Komm, jetzt aber. Ja, aber ist so gut. Was kann es sein? Die Pfanne. Die Pfanne? Ja. Jimmy! Und wieder sagst du nicht. Deine Nerven sind angespannt. Du willst sie nur drin haben im Köcher, ne? Schöner Fisch. Schöner Fisch. Im Köcher. Petri! Oh. Jawohl! Jawohl! Den wollt ihr haben. Haben. Ja, nochmal ein schöner Zander. Ich muss mich beeilen, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja. Genau. Ab aufs Measureboard und er hat 58 Zentimeter. 59? Ja, es liegt ein bisschen mehr. Ja, 59. Ja. Perfekt, 59 Zentimeter. Ja. Passt. Sehr gut. Passt, wackelt und hat Platz. Ob Jan sich nicht etwas zu früh auf seinem Vorsprung ausgeruht hat? Jimmy jedenfalls glaubt weiter an seine Chance und mit diesem Zander ist er wieder in Schlagdistanz. Ein maßiger Fisch und er holt sich die Führung zurück. Ja, es hat Jimmy gerade einen schönen Fisch gefangen, mit richtig guten Zander. Und mein Vorsprung wird immer knapper und ich muss mich anstrengen. Mal sehen. Bleibt der Farbe treu. Jetzt werden wir mal einen Fisch fangen. Also wenn du jetzt noch einen Zander rausholst, dann könnte das passen. Ich streng mich jetzt richtig an. Ja, guck. Also guck. Ich muss jetzt richtig Gas geben. Ja. Der Jimmy ist jetzt in Form. Ja, jetzt scheint es euch richtig, na, hier ein bisschen, jetzt seid ihr unter Feuer. Ist immer so, ne? In den letzten Minuten geht es dann doch nochmal ab, dann will man nochmal und probiert nochmal. Knapp 10 Minuten habt ihr noch, da ist alles möglich. Aktuell ist es aber so, dass der Jan vorne liegt. Noch. So, noch 10 Sekunden, Jungs. 5, 4, 3, 2, 1 und die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Beim Angeln rennt die Zeit auch immer. Es ist so. Und Jimmy hat eben gerade noch einen Biss gehabt. Ja, kurz vor Schluss. Ne? Das gibt's doch gar nicht. Aber er saß nicht. So ist das. Ja, schade. Wir haben einen Gewinner und zwar ist dieser Gewinner diese Grinsebacke neben mir, der Jan Busch. Es war sehr, sehr knapp. Ihr Jungs, ihr habt wirklich sehr gut geangelt und ihr hier auf dem Boot war eine unglaublich tolle Harmonie. Es hat mich total gefreut, hier euch beide zu beobachten. Jan, hat Spaß gemacht. Du bist weiter. Ja, ich bin weiter. Ich habe echt ein bisschen Glück gehabt, muss ich wirklich sagen. Also gerade mit dem großen Barsch, so kurz vom Boot gebissen. Ja. Und, ja, aber ich bin glücklich, weiterzukommen und das, also Jimmy trotzdem wirklich geiles Match. Ja, Glückwunsch, war sehr, sehr geil. Auch sehr fair von dir alles. Alles gut. Ja, tut mir wirklich leid, aber es ist immer gut. So, einer bleibt zu Hause, einer kommt weiter.
So, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es sehr gerne und abonnieren natürlich nicht vergessen. Schaut auch bei mir vorbei, um noch ein paar mehr. Ich habe über 100 Videos online. Schaut bei mir vorbei, Babs World of Fishing. Dann haben wir natürlich euren YouTube-Channel. Ne? Genau, der Oder Spreeangler-Channel. Schaut mal vorbei, richtig geile Videos. Nicht nur Raubfisch angeln, sondern auch Friedfisch, Allround. Ist für jeden was dabei. Genau. Und ja, oder Jan Pusch offiziell bei YouTube. Schaut einfach rein, tolle Videos. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Alles Gute. Ciao. Zeit ist Fisch. Tschüss. In einer sehr friedlichen, aber dennoch spannenden Partie setzt sich Jan Pusch knapp mit 261,3 zu 234,3 gegen Jimmy Gläser durch. Beide fingen je 3 Wertungsfische. Letztendlich war der große Barsch heute entscheidend für Jans Sieg. Er zieht somit ins Viertelfinale ein und trifft dort auf Tobias Eckwall oder John Schaunz. In der nächsten Folge seht ihr allerdings ein anderes Achtelfinalmatch. Vorjahreshalbfinalist Johannes Höfner fischt gegen Weltmeister Dietmar Isajasch. Es wird wieder spannend. Ihr solltet unbedingt wieder einschalten.